Von Gründonnerstagabend bis Karsamstag haben die Kirchenglocken Pause. In vielen Ortschaften ist es dann Brauch zu ratschen, statt die Glocken zu läuten. Denn meistens sind es Kinder, die mit dem traditionellen Holzschrappinstrument in den Dörfern Lärm machen. In Montan im Südtiroler Unterland sind es die Jungschützen, die fürs Ratschen einen ganz besonderen Ort aufsuchen. Am Karfreitag schweigen die Glocken. Auch in Montan. Das ist kirchliche Tradition. Festliches Glockengeläute sei am Todestag Christi nicht angebracht. Tradition ist es auch, dass die Jungschützen zum Ratschen gehen, und zwar in den Glockenturm. Ältere Herrschaften in Montan erinnern sich, dass sie im Dorf geratscht geworden ist. Sie sagen, dass sie vom Oberdorf mit den Ratschen bis ins Unterdorf gegangen seien. Noch ältere hingegen wissen, dass auf dem Kirchturm mit der großen Ratsche, die wir heute noch oben, dass mit der geratscht worden ist. Sonst hat das der Messner übernommen auch, dass sie vor der Kirche draußen geratscht haben. Und mittlerweile haben das so übernommen, dass wir von den Jungschützen aus einfach im Kirchturm aufgehen und da oben dreimal am Tag eben ratschen. Durch die engen romanischen Gemäuer des Kirchturms hochzusteigen, ist für die Kinder ein Erlebnis. Ja, genau, wir gehen da rein und dann oben ist eine große Glocke und dann tun wir unter der Alm ratschen. Das sind allem so 5-6 und dann oben ist ja schon wie ein viel Platz. Und dann, ja, da schauen wir jetzt, weil oft tust du dann halt noch etwas trinken. Wie oft macht sie das? Um 6 und um 12 und wieder um 6 am Abend. Um 6 so früh aufstehen? Ja. Hoch oben über dem Dorf kann es dann losgehen. Es ist vorbei mit der Stille. Man hört es relativ weit an. Es sind Leute, die uns aufhalten. Die sagen, dass es schön ist, dass wir die Tradition weitergeben, auch an die jungen Leute von Montan. Dass die Glocken nicht läuten, das soll ja auch die Trauer darstellen, die die Kirche hat, um den Tod Jesu Christi. Und trotzdem brauchen die Leute aber irgendeinen Anhaltspunkt, einen zeitlichen Anhaltspunkt. Und von dem her, glaube ich, kommt auch das Ratschen, dass die Leute einfach wissen, okay, jetzt ist Spätleiten, jetzt ist aufzustehen, um 12 Uhr ist Mittagszeit und am Abend eben, wenn Feierabend ist. Deswegen ersetzt das Ratschen in dem Sinne auch als Glockengeläute. In die kirchliche Tradition mischt sich auch alter Volksglaube. Beim Gloria am Gründonnerstag läuten die Glocken das letzte Mal und darauf sagt man, so im Volksglauben sagt man, dass sie eben nach Rom fliegen, sich dort vom Papst segnen lassen und darauf am Karsamstag am Oben zur Obendmesse, dass sie wieder zurückkommen. Die Jungschützen sind bereit, die Kirchenglocken zu vertreten und den Brauch lebendig zu erhalten. In der Osternacht werden dann die Glocken das höchste Fest der Christen einläuten.